Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Stier und Aszendent Stier. Willkommen zu Ihrem Horoskop für Januar. Liebe Stiere, in der ersten Woche im Januar werden wir alle vermehrt unter dem Einfluss der Energien des Vollmonds stehen. Denn am 5. Januar wird ein Vollmond im Zeichen Krebs auftreten. Dies wird ein empfindlicher Vollmond sein, der im Wasserzeichen in Ihrem dritten Haus auftreten wird. Sie könnten sehr sensible Gedanken haben und während dieser Phase unter dem Einfluss Ihrer Gefühle stehen. Vielleicht könnten Ihre Familie, Ihre Verwandten oder Geschwister etwas mehr im Vordergrund stehen. Während dieser Vollmondphase wird es einige Entwicklungen bezüglich dieser Personen geben, die Sie emotional beeinflussen könnten. Darüber hinaus können auch Belange bezüglich Reisen und der Bildung entstehen und Klarheit bekommen. Falls es Themen und Belange gibt, hinsichtlich dessen Sie unentschlossen waren, wird der Vollmond die Bedingungen für Sie ausreifen und Ihnen die Entscheidung erleichtern. Natürlich wird das Quadrat von Sonne und Uranus sowie dessen Vereinigung mit dem Pluton Druck auf ihn verursachen oder intensive Gedanken auslösen, um einige Dinge zu verändern oder zu verwandeln. Ihr Blickwinkel und somit Ihre Gedanken hinsichtlich einiger Dinge könnten sich innerhalb dieser Phase verändern. Am 3. Januar wird Ihr Planet die Venus in das Zeichen Wassermann übergehen und bis zum 27. Januar dort bleiben. Es wird Sie in Ihrer Karriere sehr unterstützen. Sie werden einigen Chancen und Hilfen in diesen Bereichen begegnen. Am 5. Januar wird Merkur in das Zeichen Wassermann übergehen und da es auch eine Retrobewegung haben wird, eine ganze Weile dort bleiben. Die Retrophase des Merkurs wird am 21. Januar beginnen und am 15. Januar enden. Merkur wird somit bis zum 13. März im Zeichen Wassermann bleiben und vorrangig alle Themen bezüglich Ihrer Karriere in den Vordergrund stellen. Vor allem Ihre Kommunikation in diesem Bereich könnte sehr ansteigen. Einige geschäftliche Reisen, Weiterbildungen, Besprechungen, Seminare könnten aktuell werden. Natürlich sollte man auf die Retrophase, also vom 21. Januar bis zum 15. Februar, etwas Acht geben. Insbesondere Arbeiten und Tätigkeiten bezüglich der Elektrik, Elektronik, dem Informatiksektor sowie jeglichen Technologien könnten auftreten. Auch Probleme in diesen Bereichen könnten durchaus vorkommen. Es könnte nötig werden, dass Sie sich mit Projekten aus der Vergangenheit beschäftigen, einige Arbeiten und Organisationen diesbezüglich machen müssen. Mars wird am 12. Januar in das Zeichen Fische übergehen. Dieser Übergang vom Mars, Planet der Energie, wird sich im Bereich Ihres Soziallebens sowie Ihrer Freunde befinden. Beispielsweise könnten Sie an einigen Gruppenarbeiten teilnehmen. Dabei könnte es sich um soziale Organisationen, künstlerische oder spirituelle Events handeln. Sie werden Ihre Energie etwas mehr in diese Bereiche verlagern. Allerdings sollten Sie auch auf die Beziehungen zu Ihren Freunden achten, denn Mars könnte genau hier, insbesondere innerhalb von Gruppenarbeiten, Probleme auslösen. Insbesondere das Quadrat vom Mars mit Saturn am 16. Januar sowie die Vereinigung von Mars und Neptun am 20. Januar können Anspannung und emotionalen Stress verursachen. Sie müssen Ihr emotionales Gleichgewicht bewahren, insbesondere hinsichtlich Ihrer Freunde. Am 20. Januar wird die Sonne in das Zeichen Wassermann übergehen und direkt anschließend, wieder am 20. Januar, wird ein Neumond im Zeichen Wassermann aufgehen und Neuheiten bezüglich Ihrer Karriere und Tätigkeiten aufdecken. Sie könnten neue Schritte wagen oder eine Unternehmung angehen. Dies wird ein Neumond sein, das Sie hinsichtlich Ihrer Karriere unterstützen wird. Venus wird am 27. Januar in das Zeichen Fische übergehen. Dabei handelt es sich um eine positive Bewegung. Da sich Ihr Planet Venus stets wohl in dieser Position fühlt, wird es dort zu seiner Bestform laufen. Es wird emotionaler und romantischer sein und Sie in sozialen Bereichen sehr unterstützen. Sie werden mehr Spaß am Leben finden und diese Auswirkungen bis zum 20. Februar spüren, meine lieben Stiere. Das waren die allgemeinen Wirkungen in diesem Monat. Um noch detailliertere Infos zu erhalten, verfolgen Sie unbedingt die täglichen und wöchentlichen Horoskop-Videos. Bis bald! Yarısı.